In diesem Video zeige ich dir drei süße Nähideen für Ostern. Viel Spaß! Ich habe in der Schnittmuster-Datenbank für Gratis-Schnittmuster gestöbert und mir meine drei liebsten Freebies zu Ostern rausgesucht. Das heißt, für alle drei Ideen gibt es Gratis-Schnittmuster zum Download. Ich verlinke dir in der Infobox, wo du die Schnittmuster findest und weitere tolle Nähideen zu Ostern. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen und dann hoffentlich auch beim Nachnähen. Als erstes nähen wir ein kleines Eierkörbchen in Blumenform. Dafür kannst du dir das Schnittmuster für das Sternutensil runterladen. Ich habe mir das zweimal ausgedruckt und dann an der Bruchkante zusammengeklebt. Außerdem benötigst du Filz in zwei verschiedenen Farben. Schön ist auf jeden Fall, wenn du Gelb für innen hast und außen irgendetwas in Blumenfarbe und passendes Garn. Für diesen Kreis braucht man 25 x 25 cm. Ich habe die hier auf 27 x 27 zugeschnitten. Und jetzt geht es auch schon los. Und zwar kannst du dir mal als erstes jeweils bei allen sechs Strichen am Ende so ein ganz kleines Dreieck einschneiden. Dann können wir hier gleich super anzeichnen. Ich habe das jetzt schon bei den anderen fünf Strichen gemacht. Jetzt kannst du die Schablone auf den Filz legen. Das liegt hier schon übereinander. Und rundherum anzeichnen. Ich mache das ganz einfach mit einem Bleistift. Das funktioniert wunderbar auf Filz. Und jetzt markiere ich auch hier in diesen kleinen Einschnitten nur ganz wenig, etwa 1 mm überragend, mit dem Bleistift diese sechs Abteilungen. Der Kreis wird ausgeschnitten. Wichtig ist allerdings, dass du nicht quasi außerhalb von dem Bleistift ausschneidest oder genau in der Mitte, sondern genau daneben innen, sodass wir dann gleich ja, den Bleistift auch nicht mehr sehen. Und jetzt übertrage ich mir noch die sechs Markierungen auch auf dem zweiten Stück Filz. Das kann erstmal zur Seite. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das Innere der Blume. Das Teil wird ja komplett per Hand genäht, also bereitest du dir eine Nähnadel mit Faden und Knoten am Ende vor. Und jetzt müssen wir einfach immer nur alle Markierungen übereinander legen, also die, die auch nebeneinander liegen. Ich steche einmal von innen ein, dass der Knoten auch gleich innen landet und lege jetzt die ersten beiden Markierungen, die hier nebeneinander liegen, übereinander und nähe jetzt genau an dieser Stelle einfach mit einigen Stichen das hier zusammen. Versuche auch mit dem Faden die Markierung so ein bisschen zu überdecken. Ja, so drei Stiche reichen eigentlich. Jetzt geht es zur nächsten Markierung. Die wird jetzt Mitte an diese Stelle gelegt, wo wir gerade schon waren, und auch wieder festgenäht mit etwa drei Stichen. Und nun kommt die nächste Markierung wieder an dieselbe Stelle. Und das machst du dann, bis du am Ende angekommen bist mit allen Markierungen. Die werden alle in die Mitte gelegt und zusammengenäht. Am Ende verknoten und den Faden kurz abschneiden. Und jetzt können hier diese Teile schon mal ein bisschen in Form gelegt werden. Die sollen eigentlich gleichmäßig rundherum von der Mitte abstehen. Und jetzt brauchen wir den zweiten Kreis und Nähgarn in der Farbe von dem Außenteil. Du kannst jetzt das Gelbe hier genau in die Mitte setzen und auch schon so ausrichten, dass diese Spitzen hier jeweils auf die Markierung zeigen. Und jetzt wird einfach jeweils eine Markierung mit einer Spitze zusammengebracht. Da man hier in diesem Fall immer wieder absetzen muss zwischendrin, also quasi ja sechsmal, ich sag mal neun Faden braucht, mache ich das so, dass ich jetzt hier das gar nicht erst verknote am Ende, sondern so ein bisschen das Prinzip der Nähmaschine anwende, nämlich des Verriegelns, also dass man immer wieder über die gleiche Stelle näht. Das heißt, ich nähe jetzt hier einfach die beiden Teile fest an genau der gleichen Stelle und anstelle von dem Verknoten mache ich das dann ein bisschen öfter als dreimal. Faden abschneiden und jetzt geht es an die nächste Spitze Markierung Zusammenführung. Also kommt die Spitze auf die Markierung, gut festhalten, dann kann man sich die Spitze hier öffnen, sollte sich jetzt nicht mehr verschieben und nach dem gleichen Prinzip anbringen. Und dann machst du das, wer hätte es gedacht, wieder reihum. So, jetzt ist das Blümchen schon fertig und muss eigentlich nur noch in Form gezupft werden. Das sieht nämlich am Anfang ein bisschen komisch aus. Ja, einfach versuchen, alles gleichmäßig aufzuteilen, innen sowie außen. Und dann ist das Körbchen auch schon fertig. Also wirklich durch das Filz super, super schnell gemacht und trotzdem irgendwie wunderschön. Natürlich kannst du das auch in jeder beliebigen Größe herstellen, also auch zum Beispiel einfach kleine Dekoblümchen
Schnittmännchen machen. Das ist ja einfach nur eine Kreisform und da musst du halt schauen, wie du die 6 Abteilungen ausmisst. So schnell ist es gemacht. Als nächstes nähen wir ein buntes Osterhuhn. Das Schnittmuster ist nicht von mir, das habe ich eben in der Schnittmusterdatenbank gefunden. Das ist ein Schnittmuster von Laura Wilhelm. Ganz wichtig, dieses Schnittmuster darf nur für private Zwecke genutzt werden und ich schreibe auch noch mal in der Infobox dazu, wo dieses Schnittmuster als erstes erschienen ist. Ich nähe jetzt hier die mittlere Größe. Es gibt auch noch eine kleine und eine große Variante. Du benötigst hierfür ein klein wenig Stoff, also ein Stoffrest reicht. Das ist hier schon zweimal zugeschnitten. Ein kleiner Jersey-Rest für den Schwanz. Ich nutze hier ein wenig Filz für die Füße, die sind aber optional. Filz für den Kamm, für den Schnabel und 2 kleine schwarze Perlen. Außerdem natürlich Füllwatte und passendes Garn. Als erstes befestigen wir Füße, Kamm und Schnabel. Es wird jeweils ein Fuß auf einen Teil gelegt und zwar unten an diese Kante, wo oben die Rundung ist. Und zwar nach innen, relativ genau in der Mitte von dieser Strecke. Die Position vom Kamm und vom Schnabel sind auch im Schnittmuster eingezeichnet. Beide Teile kommen auch auf die Seite mit der Rundung. Und diese 4 Teile werden jetzt genauso schon mal festgenäht mit etwa 2-3 mm zum Rand, also ganz knapp. Und so sieht das fertig angenäht aus. Die beiden Teile können jetzt rechts auf rechts übereinander gelegt werden. Und jetzt wird die folgende Strecke vernäht. Einmal die obere Kante bis hier runter in die Spitze, also wieder die Seite mit der Rundung. Und dabei darauf achten, dass du die Füße hier an der Stelle dann ein wenig nach innen legst, dass du da nicht aus Versehen drüber nähst. Nahtzugabe ist bereits enthalten. Diese beträgt 1/2 cm, also etwas weniger als Nähfüßchen breit. Die Naht ist geschlossen und nun kümmern wir uns um den Schwanz. Ich habe mir hier schon die Jersey-Reste zurechtgeschnitten. Das sind jetzt also 4 Teile, ca. 6 cm lang. Die kommen jetzt an die noch offene obere Kante, ist auch hier im Schnittmuster super eingezeichnet. Einfach direkt oben an die Kante legen. Und jetzt wird diese Seite ebenfalls mit 1/2 cm zum Rand geschlossen, aber wichtig ist, dass wir hier noch eine Wendeöffnung stehen lassen von etwa 3-4 cm. Und jetzt müssen wir nur noch den Boden schließen. Dafür kannst du einmal in die Mitte greifen auf beiden Seiten, das Teil auseinanderziehen und dann jetzt hier diese runde Kurve genau übereinander legen. Dann entweder die Nahtzugaben auseinanderdrücken oder so wie ich das hier mache, eine nach rechts und eine nach links legen. Und nun noch diese untere Kante ebenfalls mit 1/2 cm zum Rand vernähen. Und jetzt kann das Hühnchen schon gewendet werden. Also einfach einmal in die Wendeöffnung greifen. Alles einmal auf rechts drehen. Und nun mit der Füllwatte füllen. Ich schließe die Wendeöffnung mit dem Matratzenstich per Hand. Theoretisch kannst du die auch hier mit der Nähmaschine schließen, denke ich, denn das ist hier wirklich die Unterseite von dem Huhn. Ist also eigentlich später nicht zu sehen, wenn es irgendwo sitzt. Und zum Schluss werden noch die Perlenaugen aufgenäht. Ja, einfach ungefähr im gleichen Abstand von oben, rechts und links, würde ich sagen. Theoretisch könntest du hier vielleicht auch ein Mini-Filzstück einfach ankleben oder ja, einfach mit etwas Stickgarn das Auge sticken, falls du keine schwarzen Perlen zur Hand hast. Das Huhn ist fertig und somit bereit, ein paar Eier zu wärmen. Denn diese beiden Nähideen passen super, super süß zusammen, wie ich finde. Also das Huhn in der mittleren Größe mit dem abgewandelten Sternutensilo für Eier. Eine echt schöne Idee zusammen. Kommen wir zur dritten und letzten Idee. Und zwar nähen wir jetzt ein kleines Karottensäckchen, welches man mit Süßigkeiten befüllen kann. Dafür brauchst du auf jeden Fall grünen und orangenen Stoff, so
sowie grünes Satinband von 40 cm. Das Innenteil wird zweimal aus dem grünen Stoff zugeschnitten. Das Außenteil ist geteilt. Der untere Teil wird zweimal aus dem orangenen Stoff zugeschnitten und der obere zweimal aus dem grünen. Als erstes werden die beiden Außenteile zusammengenäht. Dafür klappst du die einfach rechts auf rechts übereinander und vernähst hier etwa Nähfüßchenbreit, also 5 bis 7 mm zum Rand. Und nun die Nahtzugabe einmal auseinanderbügeln. Als nächstes wird jeweils ein Außenteil mit einem Innenteil an der oberen Kante verbunden. Dafür legst du die beiden Teile rechts auf rechts übereinander und nähst nun wieder die obere Kante etwa nähfüßchenbreit zusammen. Und wieder aufklappen, ebenfalls hier die Nahtzugabe auseinanderbügeln. Jetzt können die beiden Teile miteinander verbunden werden. Vorher legen wir noch das Satinband an die richtige Stelle. Ich falte das einmal in der Mitte zusammen und lege dann die Mitte an den Übergang zwischen dem orangenen und dem grünen Stoff auf eine Seite. Das könntest du jetzt auch schon vorher mit einigen Stichen festnähen. Ich mache das jetzt so, dass ich es nur gut festklemme und das dann quasi in einem Rutsch zusammennähe und das Band anbringe. Jetzt rundherum feststecken. Das Satinband nach innen legen, damit du da nicht aus Versehen drüber nähst. Alle Nähte sollen natürlich übereinander liegen. Die Nahtzugaben sind flach. Und jetzt nähst du wieder Nähfüßchenbreite einmal fast rundherum die beiden Teile zusammen. Hier an dem grünen Teil, an dem Innenteil, lässt du eine Wendeöffnung von etwa 4 cm stehen. Die Nahtzugabe rund um die Spitze ein wenig runterschneiden. Und jetzt kann gewendet werden, also einmal in die Wendeöffnung greifen und das komplette Teil auf rechts drehen. Überall den Stoff an der Naht schön rausdrücken und diese gesamte Kante rundherum auch einmal schön flach bügeln und dabei auch direkt die Wendeöffnung so in Form bügeln, dass sie nicht mehr auffällt. Das Teil ist schön flach gebügelt und die Wendeöffnung habe ich auch schon verschlossen. Ich habe das hier einfach mit weißem Garn gemacht, weil man diese Naht ja innen nachher wahrscheinlich kaum mehr sehen wird. Du kannst es natürlich auch ein bisschen ordentlicher machen per Hand mit dem Matratzenstich oder natürlich einfach in einer passenden Farbe. Jetzt sind wir fast fertig. Jetzt muss nur noch das Innenteil in das Außenteil gestülpt werden. Und ganz zum Schluss bügeln wir nochmal die obere Kante aus. Und unser drittes süßes Osterfreebie ist auch fertig. Das kann jetzt befüllt und mit dem Bändchen verschlossen werden und ist dann auch bereit zum Verschenken. Besonders süß in einem selbstgenähten Osterkörbchen. Zum Beispiel in Stoffkorb Memi. Das ist ein Schnittmuster von mir. Das ist zwar nicht free, aber das kannst du auch über Ostern hinaus wunderbar zum Beispiel für Nähutensilien verwenden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch und auch über einen Kommentar, welche der Ideen dir am besten gefallen hat. Alle Links findest du wie gesagt in der Infobox und auch noch viele, viele weitere tolle Nähideen zu Ostern in meiner Gratis-Schnittmuster-Datenbank. Ich freue mich, wenn du bei meinem nächsten Video auch wieder dabei bist und bis dahin wünsche ich dir jetzt schon mal frohe Ostern und alles, alles Liebe.